dass der Winterschlussverkauf für den Einzelhandel ist. Jetzt muss quasi die Kohle fürs ganze Jahr verdient werden. Das bedeutet aber, egal ob für kölschen Kultstar oder den Mallorca-erprobten Nachwuchsstimmungsmacher, Stresstouren mit bis zu 8 Auftritten pro Abend. Wahnsinn am Stück und ständig klingelt die Kasse. Andreas Muß und Andrea Grimmer berichten. Einmarsch von 5 Karneval-Superstars. Das sind Brings. Supergeile Zick hat sie deutschlandweit bekannt gemacht. In Köln und Umgebung sind sie die unangefochtenen Stars der 5. Jahreszeit. Wir haben, glaube ich, jetzt in den letzten 3 Tagen 20 Auftritte noch. Wir haben gestern 12 gespielt. Also das ist schon so die obere Grenze, die man spielen kann. Heute Nacht werden es für die Spitzenverdiener der Branche 8 Auftritte sein. Start 18 Uhr. Ein kleines Einkaufszentrum am Stadtrand. Vorm Supermarkt wird abgerockt. 20 Minuten, mehr ist nicht drin. Und damit er direkt klar ist, ich sitze im Schweinetransporter hinten auf dem Schalzplatz. Wie viel Zeit habt ihr jetzt noch bis zum nächsten Auftritt? Ha? Wie viel Zeit habt ihr noch bis zum nächsten? Wir müssen auf der Bühne sein in knapp einer halben Stunde. Jetzt ist noch eine Viertelstunde Fahrzeit, also darf nichts passieren. Wir begleiten vergleichsweise entspannte Brings, die im Stundentakt auftreten. Und im Hintergrund klingelt die Kasse. 8 Auftritte sind 8-mal Gage. 19 Uhr hört Center. Abrocken mit den Fans. Brings sind Profis mit Profi-Gage. Ich weiß ja gar nicht, was ihr von uns wollt. Ihr wollt die ganze Zeit mit uns über Geld reden. Über Geld reden läuft hier nicht. Das müsst ihr doch langsam gemerkt haben. Wir machen das natürlich, um das nochmal zu sagen, wir haben alle Familien und wir müssen die auch alle davon ernähren. Aber der Karneval ist für uns eher sowas wie eine Visitenkarte. Weil wenn du im Karneval vorlegst und zeigst den Leuten, was wir drauf haben, dann laden die uns im Jahr ein und wir können ganze Konzerte spielen. Ja. Gemütliche Weiterfahrt und der nächste Gig. Die Brings haben Glück. Als Stars der Karnevalsszene können sie sich die Auftrittsorte aussuchen. Alle liegen nah beieinander. 20 Uhr Köln-West. Eine Turnhalle bebt. Hier meine Gage, wollen wir sehen? Dann lohnt sich mal. Zeig mal. Was haben wir denn da? 1 Euro, 2,20 Euro. Das für ist Brötchen. Alles, oder? Heute Abend. Das ist alles heute Abend. Mehr kriegt von zu Hause nicht mit. Das Taschengeld sozusagen. Für Brötchen unterwegs. Stimmt wohl nicht ganz, meint Musikproduzent Michael Röttgens. Er hat neben Stars wie Kylie Minogue auch Karnevalsgrößen produziert und kennt deren Gehälter sehr genau. Spannend sind von 200 Euro, die ein Kleiner kriegt, bis hin zu 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Und man muss überlegen, ein richtig guter Künstler kann ja an einem Abend 3, 4, 5, 6, 7 Auftritte machen. Das heißt, da läppert sich dann schon was zusammen. Oder gar 8, wie Brings. 21 Uhr, Auftritt in der Köln Arena vor 15.000 Jecken. Das hier ist die Bundesliga des Karnevals. Es ist Knochenarbeit. Also das, was wir hier machen, ist, ich habe immer gedacht, mein Vater hat mit Sicherheit nicht so hart gearbeitet wie wir momentan. Also in den letzten 6 Wochen. Der war Hausmeister. Ne? Also wir machen schon die echt Hardcore-Maloche. Ne? Hardcore, auch für diesen Künstler, der wohl eher Karnevalskreisklasse als erste Liga ist. Peter Wackel ist auf Mallorca ein Star. Im Karneval ein No-Name, der sich im Auto umziehen und an einem Abend 700 Kilometer für seine Auftritte fahren muss. Man kann sich die Gigs halt nicht aussuchen. So, Auftritt 1, was hat er gebracht? 250 Euro, waren ja nur 2 Lieder im Rheinsender Köln. Und jetzt in Gronau in der Bürgerhalle mit einer 20-Minuten-Show und dann gibt es auch dann schon 400 Euro, Gott sei Dank. So, fertig, aber ganz schnell zum Zahlen. Manager Erich, mal ganz schnell die Kasse rein zum Zahlen, dann können wir auch gleich weiter. Der Herr Manager ist eben auch Fahrer, DJ, Organisator und Mädchen für alles. Eine Garderobe gibt es nicht, kein Spiegel, Hairstyling in der Kameraoptik. Ein holländisches Dorffest, die Nummer für 400 Euro in bar. Einfach zusammen? Einfach zusammenhören. Dankeschön, wir sind noch nach dem Abend gleich wieder weg. Ich glaube. 200 Kilometer weiter. Wackel ist spät dran. Eine halbvolle Schützenhalle der Dorfjugend. Dafür aber eine volle Stunde Auftritt. Polonaise und viel Schweiß. Bringt aber immerhin 600 Euro Cash. Nochmal 300 Kilometer. Das Bier zählt alles für kleines Geld. Vorletzter Auftritt, jetzt schon mal wieder im Wartesaal und da gibt es wieder richtig Kohle. Dann machen wir nochmal für 300 Euro schöne 2 Lieder. Ja, die Heiden,
Party, Palmen, Weiber und ein Bier. So langsam versagt dann auch die Stimme. Herr Wackel zieht Karnevalsbilanz. Ja, das einmal waren es 100, dann waren es 300, dann waren es 400 Euro wieder. Und ich denke so, summa summarum, irgendwo so 2.300 Euro, sowas geht man dann doch mit nach Hause. Es war sogar Trinkgeld dabei, was ja doch sehr selten ist für einen Veranstalter. 2.300 also für Wackel. Bei den Brings ist das Geldbarometer schon auf 14.000 Euro angewachsen. 22 Uhr, Brühl-Partyzeit, der Saal rockt. Ja klar, aber hier war schön, war geil, die waren gut drauf. 23 Uhr, Köln-Messe, auch der Saal rockt und Brings ganz entspannt. Heute geht's sogar noch. Also heute haben ist noch relativ entspannt. Es gibt Tage, wo es viel enger ist. Also wo du wirklich ernsthaft keine Zeit hast, auf Toilette zu gehen. 0 Uhr. Ein schneller Auftritt beim Medizinerball. 1 Uhr. Das Galapublikum im ausverkauften Maritimhotel schunkelt sich mit Brings in den Karnevalsmorgen. 8. Auftritt, geschätzte Gage der Nacht über 20.000 Euro. Wir haben 400 Auftritte im Jahr, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, aber so einen Daumen würde ich mal sagen. Wie viel davon im Karneval? Die Hälfte, 200 ungefähr, ja. 200 ja. In nur 6 Wochen. So viele haben Hauptacts im Kölner Karneval. Einmal allein auf der Maritimbühne. Davon kann einer nur träumen. Der Nachwuchsmann im Schatten der Brings. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie wünschen sich so sehr noch ein Baby. Dann klappt es endlich,